Moin moin und herzlich willkommen am Donnerstagmorgen. Ich hoffe, ihr habt die Dienstagsfolge gut verkraftet. Ich sag mal so, wer zweideutig denkt, hat eindeutig nur Spaß oder auch anders gesprochen. Lass uns überraschen, was heute noch kommt. Also, guckt zu. Moin. 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 Das war fast ein Fernfrosch. Schon wieder ein Frosch? Das ist vom Lachen, die ganze Zeit. Mir geht so wie Thomas. Gibt auch keine Luft. Also sag mal so, Team Nord hat mal eben 5 Millionen auf dem Konto. Jo. Läuft. Wir melden 20% Zielerfüllung. Ich wollte gerade sagen, noch 20 dabei und es ist vorbei. Da wären auch noch Produkte im Lager. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. In die Mitte gefahren werden. Das ist dann auch wieder so. Alle noch im Hustenflash? Ja. Hawk, was machen wir als nächstes? War für mich so lustig. 60 oder wie? Ja. Was hat? Direkt nicht wieder Getreide drauf. Sehen ist gut. Welches? Ist egal oder? Nimm Gerste. Das war Gerste. Letztes Mal hatten wir Weizen drauf. Kannst am besten schon einmal wieder wegbringen und dort in die Malzerei kippen, dass die Produktion anläuft. Jens, ich mach fertig. Ach, hier ist keine Wolke. Ja doch, Weizen in die Malzerei, Roggen in die Milchfabrik. Den Außenstreifen auch mit? Jo. Dann können zwei innen und einer macht den Außenstreifen. Ja, fahr ich dann gleich nach außen. Beeil mich, Alex. Was? Dir zu helfen. Ach so. Aber ich wollte sonst eigentlich danach. Kannst du den großen Hänger haben? Und dann mache ich eine Kaufstour. Jupp. Jenny macht einmal 127.000, bitte. Okay. Inklusive Heu? Inklusive Heu. Waren 100.000 Schweinefutter, die ihr hattet? Oh, auf Feichen. Hock? Ja. 100. Ich hatte bis 200.000 alles bestellt. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viel drin ist. Ja, jetzt kriegt das mal die 127. Kann ich dir gleich sagen. ...60 sind noch drin. Ja, warte mal, bis voll ist. Team Boho. Verkaufen. Wir bräuchten nochmal 10 Paletten... Ne, 20 Paletten Karton, 20 Paletten Papier und 20 Paletten Leerpaletten. 20 Paletten, Leerpaletten, 20 Leerpaletten. Egal. Ah, okay. Was hat man jetzt gestern, ne? Karton, Papier, Leerpaletten. Ja, jeweils 20 Stück. Was kostet das noch, Leerpalette? Oder eine Papierpalette? Was kostet Papierpalette? 5.000 pro Palette. Wo willst du das heute hin haben, Jenny? Hauptsilo. Reinkomme gleich rechts. Paletten könnt ihr denn hier gemacht? Ah. Zelterweiterung. Das mache ich ja mit dem Außenbereich. Das wusste ich noch nicht.
Da hat sich Montag so ergeben. Spontan. Ja, da spontan war ich nicht spontan, das war ja schon länger geplant. Das wird mit den anderen Feldern auch noch passieren. Und da war ja auch welche Landgewinnen halt mal so einen anderen Kuchen. Heute. Gestern. Ach, ich bin durch. Die Sehmaschine sollte man auch anschalten, ne? Macht ja Sinn. Es geht ja besser, ja. Du kannst auch Dekorationen geht doch schneller. Spielen. Aber wenn sie aus ist, sparst du Saatgut und Dünger. Schon, aber da gehe ich ja auch nur Ertrag. Ne? Das natürlich auch, ja. Das wäre jetzt eigentlich mal klasse, wenn die Minimap dementsprechend auch noch angepasst ist. Über ein Precision Farming, ne? Da siehst du ja dann auch da unten eine Karte. Mhm. Aber ich denke mir, dass wir das irgendwann vielleicht performance-mäßig Probleme geben könnte. Hat das, haben das nicht einige Maps sogar schon? Dass sich der untere Bereich dann auch mit anmacht? Nee, du hast immer da dazu, dass du die Minimap angepasst siehst, glaube ich. Mit Düngers Treifen. Ja, Precision Farming meine ich. Mit dem Precision Farming hast du ja unten links die Anzeige drin. Was mir noch fehlt, war diese Feldinfo. Was ist denn dieses Feldinfo-Mod eigentlich? Gibt es das? Oder gibt es eine Taste, womit man die Feldinfo lesen kann? Ja, das ist ein Mod. Das ja, ist ein Mod. Okay. Ja, da bin ich nicht so sicher, weil da soll das doch auch irgendwie mit implementiert sein, dieses hier pH-Wert und Stickstoff oder so, ne? Vom Precision Farming. Ja, ich glaube schon. Da habe ich was gelesen. Nein! Ich wusste nicht, ob sie eine Taste aktivieren kann oder ob das so geht. Salas, du hast nichts gesehen. Oh, was hast du gemacht? Ein Stück weiter gefahren. Oh, ja. Die Pappeln. Alles kann kaputt. Kann man die Pappeln fahren oder nicht? Achso, weil die Drohne startet. Ja. Soll ich dir den großen Hänger hinstellen? Auf dem Hochstuhl? Stell den BGA. Ich hol ihn dann. Jo. Ich mach dann mal Geld. Ich versuch's zumindest. Jo. Die Woche hat mehr Seasons. Das Update 1.3 ist nach Spielstand geschossen. Okay. Ich habe dann so eine Frame-Einbrüche, Frame-Einbrüche gehabt. 23, 39 funktionieren durch die Lures. Du musst jetzt mal 4 Spielstände zurückgehen, bis ich es behoben bekommen habe. Böse. Ja. Und ich weiß nicht, wo der Fehler kommt. Also ich habe jetzt nochmal ausprobiert, ich hätte die 3 Mähwerke zugepackt und dann hat es einen Fehler eingehauen. Und das Precision habe ich mit reingenommen, aber ich weiß nicht, ob es daran lag. Ja, ich glaube schon, dass es auch performancemäßig ein bisschen Auswirkung hat, das Ganze, weil er ja noch mehr rechnet und kalkuliert mit dem Feldstatus und so. Ja, aber das ist gleich dann Kurzluft, der Season zumindest. Ja, das bei uns Season ging es dann. Das war nur Seasons 1.3. Okay. Hat der verkünstelt einen Stich gerade? Ja, so ein bisschen. Ist blöd, wenn man ohne Helfer fährt, weißt du? Komm, lass da drum gut sein, nimm du die andere Sämaschine. Für euch, Marcel? 1000 Euro. Was willst du verkaufen? Honig. Wo ist denn Penny? Bei uns. Kannst du den 1000 überweisen, Gerd, Finanzminister? Was wollt ihr verkaufen? Auch Honig? Bio. Bier. Bier. Und Rindfleisch. Oh,
Fleischverkaufstag. Ja. Was, ey? Bei den Essen, bezahlt. Da würde ich jetzt nicht testen, was wir jetzt eh machen. Ich verstehe hier nichts. Ich glaube hier, Gerd, wir müssen noch mal, Finanzminister, wir müssen noch mal schnell unter vier Augen reden. Hier. Okay. So. Ich spiele dich mal runter, bis gleich. So, was wolltest du jetzt? Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt einkaufen gehe zum Grillabend. Wer bringt, da kommt Honig, da kommt hier frische Rindfleisch. Ja, bringe ich auch noch. Der Whisky fehlt jetzt noch. Hier? Zum Whisky? Na, fehlt die Marinade. Whisky, Honig, Marinade. Das muss ich auch mal ausprobieren. Das hört sich gut an. Okay, wir haben schon wieder einen Thema. Machen wir hier eine Betriebsfeier? So eine Weihnachtsfeier? Weihnachtsfeier. Bei wem treffen wir uns? Mit der das meiste Geld hat, wegen der Strafe. So, ja, dann. Katze für die Marinade, Honig, scharfer Senf und ein Schluck Whisky. Und dann auch Püppchen. Boah. Boah, Junge, muss das jetzt sein? Oh, geil. Und die Aquetti 4 Stunden in Smoker legen. Das hab ich nicht, aber ich glaube, alle drei anderen Zutaten haben wir. Scharfen Senf haben wir, ne? Ja, Dijon Senf. Komm jetzt, Salazar, kannst du eben die Spritze, das Rest vom Helfer wegmachen und aufs andere Feld setzen? Unterwegs. So. Wo ist die Sämaschine? Müsste immer noch auf dem Feld stehen. Auf den 66. Oh, da steht ja was. Aber Hawk, jetzt weiß ich, was morgen im Einkaufswagen landet. Für einen Smoker habe ich kein Geld. Oh, ich hab mir Anfang des Jahres einen von Aldi geholt für 180 Euro. Der Smoker steht beim Nachbarn im Garten, das reicht. Nein. Aber die Rippchen landen morgen im Einkaufswagen. Ja. Rippchen könnt ihr auch mal wieder. Warum geht es in der zweiten Folge eigentlich immer ums Essen? Alle Folge. Weil dann jeder nach so vielen Stunden hungrig wird. Mitternachtssnack. Das eine Mal ging es um Würstchen, das eine Mal um Süßigkeiten. Das ist ganz einfach. Du bist nur kurz davor, in den Kühlschrank zu gehen. Das ist einfach 12 Uhr Mittag. So, ja. Mittag, Nacht. Und für jeden Stream habe ich grundsätzlich Landjäger im Kühlschrank. Ich weiß auch nicht. Siehst du, da haben wir sie. Wir haben noch welche zu Hause. Pfefferbeißer sind und besser. Und Micha, du bist schuld. Oh ja, Pfefferbeißer. Ich nehme meine Beefy Ranger. Ja. Kann man das Knacken gerade hören? Ja. Ja. Matze, wo fährst denn du hin? Weiß ich selber nicht. Ja, ich sehe es. Nach Far Away. Du sollst doch nicht beim Dani irgendwas ansehen. Wohl Baumwolle auf dem Feld, das ist ja auch mal interessant. Aber nur jeder zweite Streifen, ne? Jeder zweite Streifen. Immer einen auslassen. Ja, du musst die ganze Zeit mit der Sämaschine fahren und dabei dann immer Z drücken. Oder so, ja. Okay. Streifen weiße Baumwolle und zwischenreihen ein Streifen Karotten, ein Streifen Zuckerrüben und ein Streifen Kartoffeln. Genau. Oder Ölrettich. Pappeln. Vergessen. Ich wollte sagen, so punktweise noch pappeln, ja? Ja. Ein paar Meter noch ein Baum. Und ein Baum. Dong, dong, dong. Im
immer abwechseln. Eine Reihe Baum, eine Reihe Baumwolle, eine Reihe Pappe. Mit den kleinen Maschinen. Wie lange es dauert, bis in Flug kaufen. Das schon. Micha? Jo. Wir würden auch noch mal einen Hänger voll Dünger nehmen. Holger, bist du gerade am Hof? Nee, warum? Müssen wir gucken, ob wir noch genug Pflanzenschutz haben. Hm, okay. Mache ich gleich. Mal gucken, wie lange Dani da den Verkaufstrigger blockiert. Wo war Penny? Bis der Preis fällt. Ich link ihn. Ach, Geschmack ist gegengefahren, dann fliegt er schon. Das erinnert mich an Euro 13 Simulator. Euro 13 Simulator. Ja. Tic-Tac-Toe. Mit dem Flug? Ey, das wäre doch mal eine Idee für eine Challenge. Ja. Entschuldigung, dass ich das mit dem Flieger abkam. Und das so Chaos-System kann man gut machen. Richtig. Über zwei Teams gegeneinander. Jetzt haben alle was zu lachen. Oh ja. Vor allem die, wo der Kreis haben. Ja, du weißt, was ich meine. Gäste habe ich richtig gesehen, oder? Micha, auf Wiesen oder auf Kuppelfeld mit den kleinen Rasenmähern, die wir haben. Kann mit dem kleinen Rasenmäher kannst du entsprechend Kreise oder Kreuze rausmähen. Ja, aber die Hälfte fährst du sowieso kaputt. War jetzt nur eine Idee. Das mit dem Flug ist gut. Kann man richtig schön machen mit vorher mit wie heißt Terraforming dementsprechend irgendwas glatt ziehen und dann kannst du mit Felder stellen. Kannst du dir überlegen. Ja. Ist notiert. Als Idee. Sorry, Daniel. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann sagen, fahren Sie mal bitte Ihren LKW zur Seite. Ich kann ja nicht verkaufen. Ja, ich komme jetzt auch noch. Ich bin zur Seite. Sorry. Das ist doch da ja, Kopfkuscheln. Mit 6. Ja. 1,5 Meter Abstand. Maske auf. Habe ich die Schnauze voll von. Mhm. Ich auch. Musst du einmal umwechseln. Wieso machst du FFP2 und 3 Masken? Zum Glück nicht. Merkst du was? Weil dann tut dir die Fresse richtig weh. Oh ja. Ernsthaft? So, Team Nord bringt die Produktion vom Bauhof und den finanziellen Spielraum vom Bauhof mal wieder in andere Sphären. Der braucht auch wieder Geld zum Terraform bestimmt, oder? Ja. Okay. Da alles an, Honig und Ei oder was? Ja. Na, ich habe hier noch eine Falle drauf. Zwei. Ja, die untere. Ja. Ja, top, ne? Jetzt. Ah ja, die Außenfläche ist größer als sie aussieht. Ist ja auch hat ja auch knapp 3 Millionen gekostet, der Scheiß. Überlegt, ich habe jetzt gerade mal anderthalb Runden geschafft. War ganze Zeit unterwegs.
Habt ihr genug Lieferkapazitäten frei, Georg? Ich glaube, du musst dein ganzes Team mal zum hier fürs Liefern einspannen. Ne? Wieso? Was willst du denn geliefert haben? Wir haben Großbestellungen gemacht. Wir springen auch auf euren Trip mit auf, nach dem Motto: Produkte vom Bauhof für Zielerfüllung. Also dann nächste Folge ist dann der Bauhof wegen Reichtum geschlossen, oder wie? Ja, ja, genau. Ja. Auf jeden Fall der größte Einkauf, glaube ich, bisher. So weit kaufst du alles? Alles an Papier, alles an Karton. Und das wird nicht günstig. Definitiv, ne? Millionen, ne? Ja. Na, bei 5 Millionen spielt das keine Rolle. Ich mach die Ecke Schmuckmatze. Ja, also jeweils hier 100 Paletten bestellt. 100 Papier könnt ihr direkt liefern, habe ich gehört. Also natürlich eine Zeit. Ich kann auch jetzt schon 40 auch mitnehmen. Hast du die ganze mit aufgeschrieben? Ja, ich habe hier alles aufgeschrieben. Denk aber auch an unsere Paletten, ne? Ja, die ist auch aufgeschrieben. Die sind first, also sozusagen deine Lieferung ist der erste dann. Aber ich könnte gleich 40 Paletten Papier schon mitnehmen, weil ich gleich bei euch vorbeifahre. Wann kommen die denn, Hawk? Sobald ich den Pflanzenschutz und die Bretterpaletten bei Fett abgeliefert habe. Ja, und wir zahlen dann entweder nachher alles oder dann schaffen wir heute eh nicht alles und müssen wir nach Fortschritt zahlen, wie dann schon geliefert ist. Oder wir machen das nächstes Mal im Stream. Läuft jetzt ja auch nicht weg. Oder wollt ihr jetzt schon 40 Paletten auslagern, die ich direkt mitnehme? Ja, ne, wir liefern schon. Sonst eins nach dem anderen, sonst kommen wir durcheinander. Weil wenn wir jetzt 40 Paletten und Hawk ist nächste Woche da, ich weiß nicht, ob ich da bin, dann müssen wir wieder irgendjemand einweisen, dass es funktioniert. Das machen wir schön nacheinander. Das machen wir. Hast du, wenn du was geliefert hast, sag es mir, dann kann ich das zahlen. Der Dünger ist schon geliefert. Ich habe zwar nichts geliefert, aber ich nehme trotzdem Geld. Ja, du musst ja bezahlen, oder? Ich hab Marcel, deine Lieferung kostet auch 290.000. Wie viel? Du wolltest 20 Karton, 20 Papier, 20 Leerpaletten. Ja, okay, was machst gut. Du? Hast du leer? Hast du irgendwas gekauft? Nein, ich hab die Schneidwerk. Produktion vollkommen. War kaputt. Ich muss sich resetten. Morg von Marcel seine bietet sich, glaube ich, okay. Dreiergespann an. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Und Benny, bist du schon die zweite Runde gefahren? Ich bin noch dabei. Und das wären hier nochmal 2 bis 3 Runden. Also das ist eine ordentliche Fläche hier. Ich mache kurz lang. Ja, ein Streuer mit Kalk hat ja auch nicht gereicht für die Fläche. Bin ich jetzt irgendwo froh, dass wir die 8. Oh, schön, der Helfer hat sich erstmal versenkt. So, sonst hätte ich die Zwischenfläche auch noch. Ja, er steht aber am Teich. Oder, beziehungsweise hier im Fluss. Jetzt habe ich 2 Runden voll.
Die habe ich auch. Aber auf der 68. Zeit sind wir schon wieder fruchtbar. Aber entspannt. 10.20 Uhr und schon über 2 Millionen Einnahmen. Wir sind zufrieden. Ja. Alles andere wäre auch traurig. Okay. Oder Finanzminister? Ja. Gutes Wochenende. Ja. Micha? Hier ist eine. Nach der Großbestellung oder im Zuge der Großbestellung wären noch 2 Paletten Karton und 2 Paletten Leerpaletten über für mich? Sieht schlecht aus. Und dann hört alles gekauft. Ah, nee, wie war das mit dem Fabrikverkauf? Das andere war Karton oder was? Ja. Je 2 Palettchen. Lässt sich, glaub mal. Weil ich würde sie gerne mitnehmen wollen. Ja, ich bin nämlich gerade auf der Mitte. Muss man nur sagen, wo. Du warst ja, wo unsere Werkstoffhalle ist. Ja, ich frag mal hin. Sag's mir noch, was du kriegst. Zeit. Zeit. Der Salazar wieder. Darf ich noch kurz holen, Salazar? Mach doch. Zumindest noch auf dem Trailer laden. Alter, willst du da nicht ins Bett kommen, ey? Was hast du jetzt? Jetzt erstmal noch was essen, weil Armbrot hatte ich ja heute nicht. Jenny, 19. Ja. Preise nächstes Mal auch noch so gut sein. Eigentlich müssen die Preise ja genauso noch sein beim nächsten Mal wie jetzt, oder? Ja, war diesmal auch. Weiß ich nicht. Hau den immer. Bitte schön, Micha. Micha? Ist angekommen. Aber wenn schon nach Zeit gerufen wird, wie weit sind denn die anderen? Ne, nie fertig. Das weiß ich. Aber so, dass wir jetzt Schluss machen könnten. Müssen. Ja. Sagen kann später auch. Ja, was haben wir denn schon geliefert gekriegt und was muss noch bezahlt werden oder ist das erledigt? Glaub, wir haben schon irgendwas gekriegt. Dünger, ne? Und Pflanzenschutz geliefert ist. Doch, Georg? Ja. Was hattest du da schon bezahlt oder noch nicht? Nein, da bleibt. Genau, dann lass uns das noch schnell abrechnen. Insgesamt. Du hast auch, dass in der Brauerei kein Wasser mehr hatte. Ja. Fieser Fehler. Nicht so schlimm. Es sieht so komisch aus auf der Minimap, wenn blaue Punkte auf dem Wasser fahren. Mach einmal 115.000, bitte. Ich pflanze hier Reis an. Ah, okay. Das fehlt jetzt noch. Und Spargel. Also ja. Spargel wirst du hier nicht hinkriegen, weil Dani mag keinen Spargel. Ouch. Spargelcremesuppe ohne Spargel. Ja, genau, gut gemerkt. Dem würde ich mich anschließen. Wassergerste.
Ja, Dani, bei die Diskussion haben wir jedes Jahr beim Spargel. Ja. Ich glaube schon dreimal durch. Ja. Ich bin fertig. Bezahlt. Ja. Alles soweit bezahlt, abgeschlossen, hingestellt. Jo. 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 Ja. Marcel? Jo. Dann passt das. Jo. So, meine Lieben. Ich habe angefangen, ich mache den Schluss. Wir sehen uns am Samstag wieder. Hören uns am Samstag. Zum Stream. Zumindest hatte ich da nichts anderes im Kopf. Und somit sage ich, lasst euch überraschen, was am Samstag alles passiert. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. 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 Tschüss.